Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin mit Resilienz. Und dieses Modewort bezieht sich diesmal auf das Wetter. Unfair. Während ich hier meine kurzen Moderationen im sonnigen Porto mache, mussten die Kollegen mit dem ersten Testwagen im März bei klirrender Kälte arbeiten. Und das Böse daran, mit einem Cabriolet. Keine Sorge, den Buchstaben Z darf man weiterhin straffrei nutzen. Sei es als zackiges Zeichen für Zorro oder als Typenschild am Heck des BMW Z4. Der hat sogar noch den Namenszusatz M40i, was dem Kenner sagt, unter der langen Motorhaube blubbert noch ein echter 3-Liter Reihensechszylinder, der mal eben locker 340 PS an die Hinterachse liefert. Bei trockener Fahrbahn und gutem Grip sorgt das mit 500 Newtonmeter für eine Beschleunigung von 4,5 Sekunden auf 100 und er zieht durch bis 250, sofern keine Winterreifen montiert sind. Denn was uns etwas ausbremst, ist nicht nur die Elektronik, sondern auch die Temperatur im März. Kommen Sie ruhig rein, Herr Kameramann. Hier drin ist es deutlich wärmer. Hamburg nach wie vor 5 Grad, extrem viel Wind. Ich habe jetzt aber trotzdem mal 350 Kilometer mit dem Z4 M40i verbracht und muss sagen, das ist wirklich ein klasse Sportwagen. Ich hatte auch den Vorgänger, den Z3, das ist aber schon lange her. Dann kamen die Kinder, dann haben wir das Auto aufgegessen und jetzt, wo die Kinder größer sind und nicht mehr auf dem Rücksitz Platz nehmen wollen, wäre es mal wieder an der Zeit für einen vernünftigen Sportwagen. Also, so ein Z4 ist was für alle, deren Kinder so allmählich selbstständig sind oder rumpubertieren oder für jemand, der noch keine hat, weil hinten passt, wie gesagt, nur noch mal ein, zwei Taschen rein. Ab 340 PS im M40i und dazu ein prima Automatikgetriebe mit Schaltwippen. Ein Motor, der es auf der Autobahn von 150 bis 250 ganz mühelos schafft. Und genauso fix und sicher kann man auch abbremsen, wenn einem irgendwas in die Quere kommt. Ich will ja damit nicht sagen, dass man immer 250 fahren soll, aber das macht im Z4 schon ein bisschen Spaß, ne? Muss man leider mal sagen. Da können die Klimakleber sagen, was sie wollen, das ist nun mal einfach so. Spaß macht es schon. Und der ist ganz hervorragend ausgestattet. Noch viel wichtiger, der kann auch auf Landstraßen und auf engen, verwinkelten Gässchen ganz hervorragend um die Ecken fahren. Und man kann mit dem richtigen Gefühl im Popo, wie Weiland Michael Schumacher, auch ganz schnell spüren, ob er gerade wegbrechen will und wenn ja, wie weit. Also kontrollieren lässt sich die Kraft im M40i ganz hervorragend. Und für jeden, der das Geld aufbringen kann und will, ist das mal sozusagen der richtige Abschluss einer automobilistischen Karriere. Sehe ich jedenfalls so. So können und wollen wir den Cabrio-Look des Z4 nur fahrwindfrei und aus dem Stand zeigen, auch wenn das Dach sich selbstverständlich auch während der Fahrt öffnen ließe. Einer der letzten klassischen Roadster weckt die Sehnsucht nach oben ohne, während das Außenthermometer den Drang nach innen beschleunigt. Für die gute Straßenlage sorgt natürlich der Heckantrieb und bei unserem Spitzenmodell M40i das M-Fahrwerk. Für Fachleute und Kenner. Der Z4 hat vorne eine Doppelgelenk-Zugstrebenachse und die ist kombiniert mit einer Fünflenker-Hinterachse. Außerdem gehört zu allen Modellvarianten des Z4 in der Serienausstattung die variable Sportlenkung. Unser BMW Z4 M40i hat obendrauf bzw. unten drunter noch ein adaptives M-Fahrwerk mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern und klar eine M-Sportbremsanlage mit entweder blau oder rot lackierten Bremssätteln. Außerdem ist das Topmodell serienmäßig mit einem M-Sportdifferential im Hinterachsgetriebe ausgestattet. Bei diesem akribischen Aufwand glaubt man erst, in der Preisliste nicht mehr die Kurve zu kriegen, bis man auf der Landstraße in die erste dann tatsächlich hineintaucht. Denn genau da bringt er im Grunde am meisten Spaß. Sportlich, aber nicht übertrieben schnell, durch krasse Kurven cruisen. Im Idealfall offen mit Sommersonne und Wummerwonne. Da muss man nicht Konfuzius sein, um den Weg zum Ziel zu erklären. Wer dabei meditativ abgelenkt ist, den holt die Lenkung automatisch zurück in die Spur. Dieser Assistent ist ebenso ab Werk an Bord wie die Frontkollisionswarnung mit Bremseingriff und die Funktion Speed Limit Info mit Überholverbotsanzeige.
Optional angeboten werden unter anderem die Geschwindigkeitsregelung mit Stop-and-Go-Funktion, die Spurwechselwarnung, die Heckkollisions- und Querverkehrswarnung sowie der Parking Assistant und die Rückfahrkamera. Außerdem ist ein BMW Head-Up-Display erhältlich, das relevante Informationen auf die Frontscheibe projiziert. Auch die Preise? Zu haben ist der einfachste Z4 ab rund 48,5. Unser M40i startet bei gut 66.000 Euro. Das scheint nur wenigen Käufern die Laune zu verderben, denn in Deutschland kam diese Top-Version zuletzt auf einen Anteil von 48%. Wir hatten schon berichtet über das E-Rocket, das schnellste Fahrrad der Welt, beziehungsweise das erste pedalgesteuerte E-Motorrad. Dank 100 km/h Spitze kann man damit auf der Autobahn Verwirrung stiften. Nun hat die indische Motovolt mit einem Millioneninvestment für die Pioniere die Tür zum Weltmarkt geöffnet. Wahnsinn! Wir behalten das im Auge, weil es eine so schöne Erfolgsgeschichte ist. Was diese Fahrmaschine so einzigartig macht, ist ihr Human-Hybrid-Antrieb. Es gibt keinen Gasdrehgriff, diese Funktion übernehmen die Tretpedale als Interface. Klingt nach Spielerei, verändert das körperliche Fahrerlebnis aber radikal. Nach der ersten Probefahrt fühlen alle diesen Kick und suchen nach Erklärungen. Durch dieses Treten braucht dein Kopf erstmal ganz lange. Alter, ich überhole einen LKW. Wie geht das? Aber die Blicke der Leute sind natürlich unbezahlbar, wenn du dann auch selbst auf der Autobahn Autos überholst. Aber keinenfalls Raketenwissenschaft. Ein 7,5 Kilowattstunden Akku mit 22 PS Spitzenleistung schmeißt die nur 130 Kilo Leergewicht auf maximal 100 km/h. Für das Leichtkraftrad in der 125 Kubikzentimeter Kategorie reicht der alte Dreierführerschein und logisch, Helm ist Pflicht. Wenn man pedaltretend auf der Autobahn einen Porsche überholt, ließ es sich spotten, Luxusspielzeug, denn für rund 12.900 Euro bekommt man auch ein Billigauto. Aber der Zweiradboom elektrisiert inzwischen auch die Investoren. Wir sind in Deutschland in einem tollen Zweiradland, wir haben aber auch noch ganz zweiradintensive Nachbarländer. Holland, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, da ist das Zweirad einfach das Fortbewegungsmittel. Dort werden wir zugegen sein. Gleichzeitig durch unseren neuen Partner werden wir aber die Weltmärkte besetzen und fangen, und das erlaube ich mir mit einem süffisanten Lächeln, wir fangen gleich im größten Zweiradmarkt der Welt, nämlich Indien, an. Denn die indische Motovolt investiert zunächst rund 1 Million Euro. Damit wird es entsprechend einfachere Massenmodelle geben, denn ein pures Sportgerät könnte die indischen Transportanforderungen nicht erfüllen. Zweisitzer sind dort Pflicht. Sollte dieser Humanhybrid dann nicht wie beim Tandem auch hinten Tretpedale haben? Das wird er wahrscheinlich nicht haben. Beim Boot haben wir zwei Treter, beim Fahrzeug wollen wir das nicht machen. Das hat aber sehr viel tretergonomische Performancegründe, Sicherheitsgründe. In diesem Fall, wir reden über ein Fahrzeug, was 100 Stundenkilometer fährt. Das muss eine Person sicher handeln können, insbesondere wenn sie verantwortlich ist für eine zweite Person, die noch da drauf sitzt. Das wird eher nicht der Fall sein. Wer erstmalig im indischen Straßenverkehr unterwegs ist, kann nichts von buddhistischer Gelassenheit entdecken. Kakophonisches Hupen wird dort noch als Kommunikation verstanden. Weil Autos kaum vorwärts kommen, ist das Zweirad einfach schneller. Die indische Motovolt vertreibt dort sehr erfolgreich E-Bikes und der Klassiker Urban ist für 50.000 indische Rupien zu haben, was etwa 560 Euro entspricht. Über 100 Kilometer Reichweite und führerscheinfrei. Von dieser Kooperation können also beide Seiten profitieren. E-Rocket strampelt damit tatsächlich auf die Weltmärkte und der Wertzuwachs wird die Aktionäre freuen. Eben eine Erfolgsgeschichte aus Henningsdorf bei Berlin. Es gibt in jeder Sprache Begriffe, bei denen schon der Klang zur Vorsicht rät. Gleichwohl will Nissan den Deutschen jetzt erklären, weshalb der Aria sich wieder überlegen fühlen darf. Auch wenn dem deutschen Munde das Wort Aria nicht unbeschwert über die Lippen fährt, mit dem persischen Vornamen Ariane fliegen sogar Raketen. Besser ausgesprochen ist Nissans Ariya ein vollelektrisches SUV und fast ein Gegenentwurf zum einst so erfolgreichen Leaf.
auch im Preis von mindestens 47,5 und es geht rauf bis 71.490 Euro. Selbst abzüglich der Maximalförderung von 6.750 Euro wird das kein Volumenmodell. Obwohl sein Design oft als futuristisch bezeichnet wird, bleibt es für uns doch nur ein sogenanntes Crossover-SUV-Coupé. Mit 4,60 Meter ist er noch parkhauskompatibel, wirkt innen aber recht geräumig. Angeboten wird ein 63 oder 87 Kilowattstunden Akku mit 403 bzw. 533 Kilometer Reichweite. Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Die Leistungsspanne reicht von 218 PS bis zu 394 PS in der Top-Version mit Allrad und Doppelmotor, damit erst bei 200 km/h abgeregelt. Der Kofferraum schluckt 468 bis 1350 Liter Ladevolumen. Wichtiger ist bei E-Autos jedoch das Ladetempo für die Batterie. In Serie läuft dreiphasiges Laden mit 22 kW. Mit CCS-Stecker sollen maximal 130 kW möglich sein. Damit ließen sich theoretisch 300 Kilometer in 35 Minuten nachladen. Aber wie bei allen E-Autos freut man sich doch schon, wenn zwei Drittel solcher Werte real gehen. Innen wird auf Edel gemacht, kaum Schalter und wenn, stilvoll integriert in holzartig gemaserte Paneele. Hübsch, aber im Auto ablenkend und nicht blind spürbar. Ausgehend vom Nissan Leaf gilt beim Ariya jetzt bullig statt billig. Zudem kommt er recht spät in ein Segment, wo die entsprechenden Modelle von Hyundai, Kia und Skoda schon reichlich abgeräumt haben. Wenn ein Fisch über Kopfschmerzen klagt, dann wirft der Homöopath ein Globuli in die Nordsee. Es gibt auch Menschen, die glauben, mit Tempo 100 könnte man den Klimawandel stoppen. Beides erscheint uns nicht ansatzweise als geeignetes Mittel, um das Problem tatsächlich zu lösen. Jedenfalls nicht. Bis zum nächsten Mal.